Oh, ihr Pferdenerds. Das klang jetzt sehr komisch, ne? Und ungewohnt. Aber Dennis heute fange ich mal an. Mit tiefer Stimme zu sprechen. War eigentlich keine Absicht. Ich habe mich bloß darauf so konzentriert, wow, ihr Pferdenerds zu sagen, dass es nicht funktioniert hat. Ja, wir sind mal wieder zu zweit unterwegs. Nachdem einige ja mal gefragt haben. Schielt mal kurz rüber. Wo ist Dennis? Da ist er. Ich bin noch da. So einfach werdet ihr mich nicht los. Wir sind unterwegs. Mal wieder mit dem Motto Hashtag Ponyhof. Irgendwie hat Steffi da irgendwas ausgebuddelt und wir gucken uns das jetzt tatsächlich an. Und jetzt auf dem Weg dorthin. Ein paar Sachen wissen wir. Ist insgesamt so von der Fläche ziemlich passend zu dem, was wir haben würden wollen. Ist, ein paar Sachen wissen wir schon, die für uns ganz gut passen. Also vermutlich ist die Fläche die in etwa, die wir brauchen, wenn das alles so stimmt. Die Anzeige war da ein bisschen unpräzise. Es gibt die Gegend drumherum ist sehr schön, gibt deswegen ein schönes Ausreitgelände. Ich kenne die schon. Ich kenne sie und es ist ein Traum. Sagt Steffi, dann wird es ja wohl stimmen. Genau, es sind dort zwei Wohnungen und noch eine Ferienwohnung auf dem Gelände, was auch nicht so völlig verkehrt wäre. Und ja, wir werden mal schauen, was uns dann der Ansprechpartner nachher erzählt und wie es alles so aussieht. Und werden euch dann wahrscheinlich nachher nochmal so ein bisschen mitnehmen und danach natürlich berichten, wie so unsere Eindrücke sind. Ja, bis später. Ja, jetzt kam ja nun seit einer ganzen Weile kein Video mehr zum Thema Hashtag Ponyhof. Wir haben uns auch lange in der Hinsicht nichts mehr angesehen oder da irgendwie weitergemacht. Warum also jetzt, fragt ihr euch vielleicht. Und wir haben uns das jetzt auch nochmal gefragt, um darüber nachzudenken. Ein Grund ist ja auf jeden Fall, dass du jetzt erstmal seit Dezember den Kopf voll hattest mit den beiden neuen Pferden für die Reitschule. Genau. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Punkt und ich sag euch, man kommt zu nichts, wenn man auf einmal drei Pferde hat. Huch, völlig unerwartet. Huch, ja. Gleichzeitig hat mir das aber auch gezeigt, wie viel Spaß mir das Ganze macht und wie wichtig mir die ganze Sache ist, auch mit der Reitschule. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass es einfach was anderes ist, wenn man natürlich irgendwo zu Gast ist auf einem Hof, wo man sich an die Gegebenheiten eben anpassen muss, anstatt sie gegebenenfalls eben zu ändern, wenn man die Möglichkeit so dazu hat, auf einer eigenen Ebene beispielsweise. Da hat ja jeder seine eigenen Vorstellungen. Außerdem gab es auch schon einige Anfragen zwecks Pferde in Beritt nehmen und ähnliches. Das geht da natürlich nicht. Und da war jetzt nochmal der Wunsch groß, sich jetzt doch da nochmal mehr dahinter zu klemmen und ja, sich mal wieder auf die Suche zu begeben. Ja, und du hattest ja außerdem in der Umgebung dort, wo die Pferde derzeit stehen, geguckt und gemerkt, dass es jetzt alles schon so verbaut und die Höfe haben weniger Platz und Ausreitgelände wird immer schwieriger und so weiter. Und da kam jetzt so ein bisschen so diese Angst hoch, was gibt es denn überhaupt noch irgendwie in Reichweite? Und das war irgendwie, glaube ich, so der Auslöser. Ja, stimmt, das war mit einer der Auslöser. Es war ja unfassbar, wie ich da einmal mit ehemaligen Schülern von mir ja dort durch die Gegend gefahren bin, die sich dort auch gut auskennen. Und ich habe dort die Gegend nicht wiedererkannt. Also da, wo ich ja momentan die Pferde zu stehen habe, da ja, war ich ja auch viel unterwegs. Und es hat sich so verändert, dass sogar ganze ja, Acker jetzt auf einmal Einfamilienhaussiedlungen sind. Und da ist kein Platz mehr für Pferde. Außerdem wurden mir auch einige Geschichten erzählt, dass dort die Anwohner mit den Pferden so überhaupt nicht einverstanden sind. Gerade so in manchen Ecken, die eigentlich für, naja, also so die Pferdeecken waren, jetzt zum Beispiel Hoppegarten oder so, wo es ja auch die Galopprennbahn gibt und sowas, da, naja, gibt es wohl auch unschöne Geschichten. Und da dachte ich mir so, oh, das könnte echt schwierig werden, in der Nähe von Berlin irgendwas zu finden. Genau, und dann hattest du dann angefangen, ein bisschen was rauszusuchen und irgendwie dann gesagt, na, wollen wir da nicht hinfahren und das mal angucken. Und das war dann eigentlich so der Auftakt, dass wir gesagt haben, wir fangen dann jetzt doch lieber wieder an mit der Suche, weil wir davon ausgegangen sind oder davon ausgehen müssen, dass es eine Weile dauern wird, irgendwas zu finden, was einigermaßen passt. Genau,
Eben weil sich die Lage eher verschärft hat im Vergleich zum Anfang, wo wir mit dem ganzen Thema angefangen haben. Ja, und jetzt stellt sich natürlich erstmal die Frage so, warum haben wir uns jetzt zum Beispiel dafür entschieden, uns diesen Hof anzugucken? Weil es gibt zwar natürlich einige Höfe, so, die man kaufen könnte oder pachten oder wie auch immer, da gibt es einiges rings um Berlin. Aber wir haben ja nun ein paar Kriterien, das könnt ihr hier auch in diesem Video euch nochmal gerne angucken. Aber jetzt, warum dieser Hof? Du hast mir erzählt, dass der sehr dicht an dem Hof liegt, wo du Westernreiten gelernt hast, ist das richtig? Ja. Genau. Und es ist halt Löwenberger Land, nördlich von Berlin, wunderschöne Gegend, auch schön zum Reiten, auch noch nicht so zersiedelt und vollgebaut. Ja. Es ist noch einigermaßen in Reichweite von Berlin und einigermaßen in der Reichweite von meiner Arbeitsstelle, die ich hier behalten will. Genau. Insofern kam es in Frage und es war war für uns auch von dem Preis, von unserer Vorstellung her, gerade noch so in dem Bereich, was wir finanzieren könnten. Mhm. Genau, und hatte auch den großen Vorteil, dass schon einiges da war, zumindest was in dem Angebot so mit dran stand, dass wir mehr oder weniger dann sofort hätten anfangen, loslegen können. Genau, und außerdem sah die Anzeige ja so danach aus, dass es 12 Hektar sind. Da haben wir zwar ein bisschen Zweifel dran. Ja. Es war ein bisschen missverständlich, aber... Dazu später dann noch mehr. Und außerdem kannte ich, wie gesagt, auch schon die Gegend. Wusste, dass es da ein wunderschönes Ausreitgelände gibt, was ja für uns auch ein wichtiger Punkt ist. Was man ja zum Beispiel bei anderen Höfen, wie jetzt zum Beispiel in der Gegend, wo es jetzt so völlig zugebaut ist, dann schon viel, viel schwieriger aussieht. Ja, da hat sich gefühlt irgendwie gar nicht so viel verändert gehabt. Und das hat schon echt Mut gemacht, wie das da wohl aussehen wird. Juhu, da sind wir wieder zurück von unserem Ausflug. Also noch nicht ganz zurück, aber haben jetzt hier noch so ein bisschen die Gegend erkundet, ob wir uns das hier vorstellen könnten auch überhaupt. So, weil wenn man sich schon für sowas entscheidet, dann sollte einem auch die Gegend gefallen, ne? Wenn man da länger leben will. Ja, genau. Aber das sieht jetzt hier gerade zumindest ganz schnuckelig aus. Tja, aber wie so oft das Problem beim Thema Hof ist die Fläche. Also das, was da fest dazugehört, ist definitiv zu klein. Und es ist leider fraglich, was man da noch dazu kriegt. Ansonsten ist die Ausstattung, sag ich jetzt mal, sehr, sehr schön. Da kann man echt nichts meckern, da kann man viel draus machen. Ja. Echt toll. Also auch die große Ferienwohnung über dem Stall. Da kann man uns sehr gut vorstellen, dass einige gleich sagen würden, ja, ich will nächsten Sommer vorbeikommen. Ja, genau. Ja, man könnte halt auch... Ansonsten super gepflegt und so. Also das war schon... Ja, man kann halt schön. Auch viel draus machen. So. Also... Auch einfach bei dem, was jetzt da das Büro ist, könnte man halt auch so einen Ferienraum oder so einfach dann mal machen oder sowas. Irgendwie so kleinere Übernachtungsmöglichkeiten. Man kann aus dem Boxenstall kann man super eine Liegehalle machen und so. Also das ist schon, da gibt es schon viele Möglichkeiten, die man nutzen kann. Ja, aber die Fläche ist tatsächlich der größte Knackpunkt, weil wir ja nun mal für den Paddock Trail eine gewisse Fläche brauchen, auch wenn der Paddock Trail eine recht platzsparende Variante ist, brauchen wir trotzdem ein bisschen Platz. Ja. Ne? Oder man müsste halt insgesamt so klein bleiben, wie wir halt nicht bleiben wollten. Ja, und wo es schwierig wird, ob sich das dann tatsächlich rechnet und wir müssten dann vielleicht komplett unser Konzept umschmeißen und das ist ja eigentlich nicht das, was wir wollten. Ja. Ja. Also stellt sich dann noch die Frage, wie sich das weiterentwickelt, vielleicht kommt da noch was. Genau, also sie sind zumindest so irgendwie im Gespräch mit den Flächenbesitzern drumherum, aber haben auch davon gesprochen, dass es viele weitere Interessenten gibt. Wie sie ernst das zu nehmen, ist noch eine andere Frage, aber wir wissen ja auch, dass rund um Berlin diese Objekte nicht wahnsinnig lange im Angebot sind, also scheint es schon einige Nachfrage zu geben. Klar, die Beobachtung der letzten Jahre, die Ergebnis. Das Ergebnis. Meinst du? Ganz sicher? Wir machen mal kurz aus. Ja, nee, ansonsten wirklich ganz schön und ja, gerade noch so okay, was so die Entfernung von Berlin betrifft. Das ist also der zweite Punkt, der ja,
Vorteil ist halt schönes Outright-Gelände, keine großartige, sag ich mal, kein großartiges Abwehrverhalten, was Pferde betrifft und deren Ausreitverhalten und Wegenutzung und so weiter, wo es rund in der Nähe von Berlin zunehmend so, naja, ein bisschen Streitigkeiten gibt oder die Möglichkeiten immer weiter eingeschränkt werden, weil viel auch gebaut wird und immer mehr Leute da wohnen und so. Das ist hier nicht zu merken, also fühlt sich auch nicht so an. Ist dafür aber halt auch schon einfach ein Stückchen weg. Und aber wenn es die Fläche insgesamt wäre, wäre das schon ganz cool. Finanzierung klappen würde, dann ist das tatsächlich was, wo wir es uns erstmals ernsthaft vielleicht vorstellen könnten. Ja, genau. Also vielleicht habe ich noch reingeschaut. Also das war auf jeden Fall jetzt schon mal ein ganz guter Schritt, auch einfach um ein gutes, also um ein Gefühl dafür zu kriegen für die Sache. Genau, aber es könnte auf jeden Fall interessant werden, wenn wir näher an Berlin rankommen wollen. Ich glaube, das wird schwierig. Das wird schwierig, ja. Wenn ihr irgendjemanden kennt, der jemanden kennt, der von jemandem gehört hat, dass derjenige von jemandem und so weiter, ihr wisst, was ich sagen will, der rund um Berlin eine Anlage verkaufen will oder verpachten will und möchte, dass das in Hände von Serenity Horses gelangt. Gute Hände, die daraus was machen, was langfristig mit Pferden auf eine sanfte Art und Weise sich weiterentwickelt. Sagt Bescheid. Stellt in Kontakt, wir würden uns echt freuen, wenn ihr über sowas stolpert. Auch ruhig jetzt die nächsten Monate, haltet die Augen auf. Sollten wir irgendetwas finden und die Sache sich erledigen, werden wir natürlich Bescheid sagen. Genau, genau. Aber ich denke, das wird noch ein bisschen dauern. Und Kontaktsachen und so, wisst ihr ja, ist unten in der Infobox drin. Also die, die den Kanal schon länger verfolgen, wissen das ja auch, wie sie mich erreichen können. Aber für die, die vielleicht neu dazugekommen sind, da ist alles drin. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Auch wie jetzt so der Stand mit der Reitschule gerade ist, weil die gibt es ja schon. Yep. Ne, zu Gast auf einem Hof. Aber wir suchen natürlich weiter nach was Eigenem. Ja. Ja. Dann so. Schreibt gerne eure Meinung zu dieser ganzen Suche und so weiter unten in die Kommentare rein. Auch gerne, wenn ihr Fragen habt irgendwie dazu. Ne? Ab damit in die Kommentare. Mein Arm geht gleich nach. Ja, du musst jetzt mal ein bisschen Krafttraining für Dennis. Schreibt mal in die Kommentare Krafttraining für Dennis. Und ansonsten findet ihr hier noch ein weiteres Video. Und da könnt ihr sehr gerne noch ein Abo dalassen, damit ihr nichts mehr verpasst, gerade was die Suche nach Hashtag Ponyhof angeht. Und lasst ein Like da, wie immer. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Oder Abend, ich auch. Beziehungsweise wir. Mach's gut, ciao.